Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wir stehen vor dem Ahnenhof und ihr ahnt es, ein neues Projekt kündigt sich hier bei mir auf dem Kanal an. Der gute Kalle hat eine alte Map wieder neu belebt, abgedatet, sozusagen wieder etwas rund erneuert. Und deswegen nehme ich das Ganze hier auch zum Anlass, diese Map zu spielen, weil die Rehbach ist für mich so ein Klassiker, aber ich war noch nie auf dieser Map und ich habe das Ganze letztens verfolgt beim guten Sens, der hier auch die Rehbach gezockt hat, und ich kann mich erinnern, dass das hier ganz, ganz anders aussah, und das hat der Kalle auch geschrieben, dass nämlich ein komplett neuer Ahnenhof und ein komplett neuer Eberhof verbaut wurden und dass jetzt eben der neue Starthof hier der Ahnenhof ist und auch mit neuen Feldern für ein neues Starterlebnis. Und dieses neue Starterlebnis möchte ich gerne mitnehmen und dazu möchte ich euch auch gerne mitnehmen. Also, wir haben hier einen neuen Hof, den Ahnenhof, ein neues Projekt, und auf diesem Hof gibt es, lass mich nochmal schauen, Milch und Eier, genau, das hat mich jetzt ein kleines bisschen irritiert. Ich habe mir das Ganze jetzt mal kurz angesehen für wenige Minuten, bin einmal über den Hof gelaufen und muss feststellen, es ist erstmal alles da, was wir brauchen, und was ich ganz, ganz toll finde, ein Fermenter-Silo wird uns auf jeden Fall helfen, hier mit Gras und Heu und natürlich mit Stroh hier umzugehen. Da haben wir dann einen entsprechenden Lagerplatz. Wir sehen hier auch neue, wunderschöne Hallen. Jo, und wir sehen natürlich so ein bisschen die klassischen Geräte, aber auch, dass schon Material da ist und ein Schäfer, um das Ganze hier einzutüten. So, hier ist der Kuhstall. Hier sind auch bereits Tierchen drin, nämlich 5 Stück, und die müssen gleich gefüttert werden. Aber wir machen erst nochmal ein bisschen Hofrundgang und schauen uns mal an, was da ist. Und wir sehen hier meinen favorisierten Silo King. Und wir sehen auch, der ist nicht mehr ganz neu. 30% Schaden findet ihr auf allen Geräten hier, das Mähwerk, und ihr seht es, ein Frontlader von Klaas, der gehört natürlich hier zu dem Schlepper hier, das ist der Klaas Arion 650. Ich glaube um die 185 PS. Dann haben wir noch einen Fendt-Favorit hier, den Klassiker auf dem Hof. Und wir haben noch ein weiteres Fahrzeug von Klaas, einen Drescher. Da steht er, und da steht eben auch unser Favorit. So, Schneidwerk, Mist, Wender, Schwader, Güllefass, Grubber. Es ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Da hinten auch noch ein Fässchen für Wasser und ich vermute auch für die Milch. Und ganz, ganz wichtig, was mir immer so toll gefällt beim Kalle, wir können alles mit Rehschemel fahren, denn hier muss man langfahren jetzt, um zum Silo zu kommen. Hier wird also ins Silo gekippt und hier wird es aus dem Silo genommen. Und wir sehen schon, Silo ist leer. Also das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und zwar als allererstes natürlich an den Grasschnitt. Hier haben wir ein Feld. Das ist unser Grasfeld, da ist erntereif, da können wir gleich loslegen. Dann gehört uns noch ein weiteres Grasfeld und dann haben wir noch zwei Felder, die wir uns hier kurz auf der Karte ansehen. Feld Nummer 17, da haben wir Weizen drauf, da können wir auch gleich in die Ernte und Stroh generieren. Dann finde ich auch schön hier am Starthof, dass natürlich auch ja, der Landhändler direkt in der Nähe ist. Dann gehört uns auch noch dieses Gras, nee, die 8 gehört uns noch dieses Grasfeld, was auch schön groß ist. Die 6 haben wir gerade gesehen. Und ganz da hinten haben wir noch ein Feld, die 27 mit Raps, was meines Wissens auch erntereif sein sollte. Also ihr seht, wir können hier loslegen, wir können Action machen, full die Action auf der Rehbach, die wie gesagt seit kurzem, ich glaube seit gestern, im Update da ist, und die Changelog 1.2.00 neue Savegame ist erforderlich. Also deswegen für mich auch auf jeden Fall die Gelegenheit hier reinzustarten, und es gibt noch ein bisschen mehr, was sich verändert hat, aber wie gesagt, wichtig, wichtig, wichtig. Neue Gebäude, neue Höfe und ein neues Startgefühl hier auf der Rehbach. Einem Klassiker vom guten Kalle. Also lasst uns loslegen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns gleich hier, lass mich mal überlegen, neben dem Schäfer wird es nicht gehen. Ja, wir werden uns hier gleich mal den Klaas schnappen.
So, jetzt muss ich mal schauen. Nee, das hinten hängen wir erstmal ab. Den Fluch, den brauchen wir nicht. Wir müssen das Gewicht auch umhängen. Denn wir werden uns... So. Wir werden uns... Radgewichte hat der Kollege dran. Radgewichte hat er dran. Da haben wir jetzt eine Schaufel oder... Nee, wir haben einen Ballenspieß. Hervorragend. Weil wir werden uns jetzt mal ganz, ganz schnell beim Händler erstmal einen Ballen Heu holen. Quatsch. Doch. So. Sehr schön. Schauen wir mal. Ist alles angeschlossen. Hervorragend. Das ist für Mist und für Ballen. Stopp. Also, wir holen für unsere Kühe Heu. Genau richtig, Heu, dann haben wir schon mal 80%. Die Tierchen sind ja schon geschlechtsreif. Das heißt, da wird auch relativ schnell dann Nachwuchs kommen. Aber wir werfen erstmal Heu rein, bis wir die Mischration zusammenkriegen. Und dann haben wir zumindest mal schon mal 80%. Und das machen wir ganz, ganz auf die Schnelle. Hervorragend. 5 Tierchen haben wir im Stall. Dann erstmal hier wieder raus. Und zwar ohne anzuecken. Huch. So. Weil ich würde gerne das Gewicht noch mitnehmen. Obwohl, ich glaube, für einen Ball müssen wir das nicht haben, oder? Wir holen uns einen Ballen. Und das Gute ist ja, der Händler ist gleich hier ums Eck. Da müssen wir gar nicht allzu weit fahren. So, wir machen Classic, wir sozusagen. Ich habe noch keinen Namen für das Projekt, aber ich lasse mir da noch was einfallen. Und wir starten aber, wie gesagt, so ein bisschen im Classic. Das eben heißt, wir nehmen den Starthof und die Startgeräte, so wie es eben der Modder sich auch vorstellt. Deswegen hat er das Ganze ja auch neu gebastelt. So, Quaderballenheu. Der müsste, glaube ich, ein bisschen größer sein. 8 Kubik. Ja. Genau, dann nehmen wir einen, dann haben wir gleich ein bisschen mehr. Und wenn wir schon hier sind, schauen wir mal ganz kurz rein. Okay, bei gebraucht. Witzig, den Dominator haben wir bereits. Den brauchen wir also nicht mehr. Und hier die kleinen HD-Ballen, das werden wir nicht tun. Aber wenn ihr hier reinschaut in die Gerätschaften, dann seht ihr, es ist also jede Menge da. Und es ist im Prinzip so ziemlich alles da. Hier beim Anhänger sogar 2 Stück. Ja. Ja, ein Drehschemel und einen Glas. Hervorragend. Und dann haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen. Flug, Grubber, Kreiselecke, Seetechnik natürlich, dafür die Kreiselecke, Dünger, Streuer, Mist, alles da. Mähtechnik, da denke ich, werden wir als allererstes ein bisschen investieren, noch in ein Frontteil, damit wir da etwas zügiger rumkommen. Und Wender, Schwader, Ladewagen, eigentlich alles, was wir brauchen, um erstmal loslegen zu können. Ansonsten werden wir natürlich erstmal die Map auch ein bisschen erkunden. So, dele. Aber erstmal schnappen wir uns den Heuballen und machen unsere Tierchen glücklich. Ich muss gerade mal gucken, brauchen wir Wasser? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, also damit geht es. Wie gesagt, ich habe das mal verfolgt, als der Sens hier unterwegs war. Der hat aber auch ein bisschen gebastelt, hat natürlich auch seinen eigenen Hof hier zusammengestellt. Wir schauen mal, wie weit uns hier die oder das Projekt trägt. Ah, da ist eine Feldeinfahrt oder was, oder? Oder was ist hier? Lasst mich mal schauen, was ist denn hier? Ah, ein Ballenlager, oder? Ja, cool, ein Ballenlager. Leute, hier ist alles, was das Herz begehrt. Hier ist alles, um hier richtig loszulegen. So, dele. Und vor allen Dingen, ups, ich wollte schon sagen, und vor allen Dingen auch alles in der entsprechenden Größe. Ja, Zwinker, Zwinker, ich sag nur Kallebach. So, und dazu werde ich jetzt auch noch gleich 2, 3 Worte verlieren. Löst er sich auf? Er löst sich auf. Was will ich denn mehr? Freunde, wir haben Futter drin, 80%. Also, die Tierchen sind soweit versorgt und sie brauchen, so wie es aussieht, kein Wasser. Hervorragend. Also, dann schnappen wir uns jetzt das Mähwerk. Das hier packen wir erstmal hier an die Seite. So, ablassen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, der Einfachheit halber, werden wir mit diesem Mähwerk arbeiten. Erstmal am Anfang. Aber wir holen uns auf jeden Fall noch das zugehörige Frontteil. So, ich glaube nicht, dass man das hochklappen kann, oder? Ich fahre mal hier raus, vorsichtig. Ja.
Ja, und den Flug müssen wir demnächst auch wegtragen, weil wir müssen ja hier die Gerätschaften rausholen. Nee, den kann man nur ausklappen, gell? Ja, dann machen wir das lieber... Ja, da, gut, dann lernen wir gleich hier ein bisschen... Ah, nochmal. Der Händler ist ja nicht weit weg. So, dann fahren wir mal vor. Und dann können wir nämlich hier gleich in die Arbeit einsteigen. 8.35 Uhr, ich habe soweit alles eingeschaltet, eingestellt, wie wir es gewohnt sind. Das heißt vor allen Dingen pflügen an, Lesesteine aus. Ihr kennt mich, ihr wisst Bescheid. Das mit den Lesesteinen ist nicht so mein Ding, mag ich nicht so. Dafür nehme ich aber gerne das Thema Pflügen mit. Okay, so, Dele, dann schauen wir mal, wenn ich jetzt da reingehe. Nee, doch, Kombination. Kombination, dann nehmen wir hier dieses Teilchen mit, so wie es ist, ungesehen, pack, zack und los geht's. Dann tun wir uns auf jeden Fall beim Mähen leichter, denn da hinten die Wiese, die ist nochmal deutlich größer und da will ich jetzt nicht nur mit diesem Seitenteil hier unterwegs sein. Wobei ich finde es ja cool mittlerweile, muss ich sagen, weil dann kann man viel, viel leichter und einfacher von innen mähen. So, bei bestem Sonnenschein im August und Sonne geht's jetzt raus aufs Feld. Wie gesagt, die Tiere sind erstmal versorgt. Wir sammeln erstmal Gras ein. Ganz normal mit dem Ladewagen, kommt ins Fermentersilo und dann machen wir Silage. Und dann haben wir auch gleich das Thema Stroh. Und beim anderen Feld, da werden wir natürlich Heu machen und dann sind wir, glaube ich, versorgt. So, dann klappen wir hier mal aus. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier hinkriegen, weil ich habe so den Verdacht. Haben wir hier Fruchtzerstörung? Wir haben Fruchtzerstörung auf der Wiese. Okay, okay. Kalle sei Dank, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder habe ich mich da jetzt geirrt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube doch, wir haben keine Fruchtzerstörung auf der Wiese. Okay. Hinten mal ausklappen. Vorne schon mal einschalten. Und dann geht's auch schon los. Los! Dann können wir nämlich anschließend die Schwart legen, mit dem Ladewagen einsammeln, ab ins Fermentersilo und schon mal loslegen. Und Silage produzieren. Und wie gesagt, auf dem nächsten Feld, auf dem großen Feld, da werden wir dann Heu machen. Und im Prinzip können wir auch schon mal relativ schnell dann, ich überlege gerade, sollen wir zuerst Heu und Stroh? Wir müssen Stroh einwerfen, auch bei den Kühen, ne, damit wir Mist bekommen. Also würde sich das dann anbieten im Anschluss. Dann machen wir zuerst natürlich Stroh, indem wir unser Weizenfeld ernten. Und anschließend machen wir dann eben Heu. Hervorragend. So, dann denke ich, können wir hier eigentlich den Helfer losschicken. Das müsste doch funktionieren, oder? Nein, das funktioniert anscheinend gar nicht. Er sagt, er hat die Arbeit beendet. Das sehe ich aber anders. So, vorne runterlassen. Helfer los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er es jetzt packt. Oder ob mich hier der Kollege nur ärgern will. Die Kollegin. Okay, jetzt scheint sich was zu tun. Sehr schön. Ja, wir werden bei Gelegenheit mal durchs Dorf laufen, weil das scheint ja auch hier zu sein. Und das Dorf muss wohl angeblich auch erweitert worden sein. Was heißt angeblich? So hat es der Kalle geschrieben. Dorf mit weiteren Gebäuden ausgestattet für mehr Abwechslung. Da bin ich mal gespannt. Da werden wir uns das Dorf da mal ansehen. Wie gesagt, ich habe die Rehbach immer nur beim Sens gesehen. Ich weiß, dass es ein Klassiker ist. Und selbst gespielt habe ich sie noch nie. So ein bisschen kenne ich die Karte, aber natürlich wird mir vieles, vieles, denke ich, nicht nur neu, sondern auch völlig neu sein, um mit anderen Worten zu sagen,
Ich werde vermutlich gar nicht den Unterschied sehen bei vielen Dingen, ob das jetzt hier durch das Update ist oder ob das vorher schon war. Aber wir können uns immer sicher sein, eine Map vom Kalle ist immer wunderbar anzusehen. Was die Kalle Bach angeht, müssen wir natürlich konsternieren oder ich persönlich. Ja, vom Gameplay war sie jetzt nicht ganz so mein Ding und ich kann auch gleich dazu sagen, dass es wohl von der Kalle Bach keine weiteren Folgen mehr gibt, denn ja, mein Spielstand, ich habe versucht, gestern eine Folge zu produzieren. Ich wollte ja die nächste machen mit Verkauf, Verkauf, Verkauf. Und nachdem ich viermal angesetzt hatte, weil mir der Spielstand beim Verkaufen von der roten Beete abgeschmiert ist, habe ich, um ehrlich zu sein, gestern dann doch mich aufs Fußballspiel konzentriert. Und dann habe ich eben gesehen beim Paddy, dass hier die Rehbach draußen ist. Und da habe ich mir gedacht, Leute, das passt doch ideal, wenn wir uns schon von der Kallenbach verabschieden. Bleiben wir aber dem Kalle treu und gehen auf die Rehbach, die ja fast auch ein neues Spielerlebnis für uns sein wird. So, wir gehen in den Fendt. Dann werden wir erstmal ein bisschen schwadern. Ist das Gewicht schon dran? Nein, Gewicht ist nicht dran. Jetzt überlege ich gerade, gibt es denn ein Gewicht? So, schauen wir doch mal. Wie viel Gewichte haben wir denn? Wir haben nur das Glasgewicht. Okay, also für ihn haben wir keines. Brauchen wir auch vielleicht erstmal keines. Oder es war ihm auch so gedacht, dass er hier mähen soll. So, aber wenn wir erstmal mit dem Schwader lostigern, glaube ich, geht es auch so. So. Ja, muss mir daran gewöhnen, dass der Fendt, glaube ich, ein bisschen größeren Wendekreis hat. Der Klassiker. Interessant, dass wir hier nicht den Topliner haben, sondern hier mit einem Glas anfangen. Aber ist nicht schlecht. So, wir fahren hier raus. Das sind so alles so ein bisschen versteckte Wege. Aber wie gesagt, ich finde es super, dass man im Prinzip immer alles beim Kalle ja im Kreis abfahren kann. Das hilft natürlich gerade bei Drehschemel und Co. So, dann fahren wir mal hier aufs Feld. Im Gegensatz zu Oberschwaben wird hier, glaube ich, nicht mit Feldeinfahrten gespart. Okay, einmal ausklappen bitte. So, das ist jetzt auch ein ordentliches Gerätchen. Ich glaube, mit etwas mehr als 8 Metern, vielleicht sogar 9. Der Samasch, wenn ich mich richtig erinnere. Den haben wir auch des Öfteren in Benutzung. Damit kommen wir ganz gut zurecht. Okay, der Klaas wendet da. Ja, der schafft was weg. Hervorragend. Wir starten wieder mal im Classic-Modus. Das heißt eben, wir haben 100.000 Euro als Startgeld. Wir haben den Hof, wir haben die Startgeräte. Und da lassen wir uns dann einfach mal ja mitnehmen vom Mapper, ob das Ganze denn gut funktioniert. Er hat ja geschrieben, eine neue Start, ein neuer Starthof, eben wohl auch mit neuen Geräten und neuen Feldern, um eben ein neues Starterlebnis. Wer also die Rehbach schon kennt, der wird hier auf jeden Fall die Option haben, neu zu beginnen. Ansonsten gibt es hier ja auch zusätzliche Höfe, weitere Höfe. Es gibt einen reinen Schafhof, so ein bisschen, ich glaube, einen Aussiedlerhof gibt es. Dann gibt es einen Hof nur mit Kühen und es gibt einen mit Pferde und Kühen, wenn ich richtig weiß. Also es gibt einige Höfe und wir dürfen da gespannt sein, wie sich das Ganze dann hier für uns entwickelt. Aber wäre natürlich auch eine Option für ein Multiplayer-Projekt. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ob ihr Lust hättet, eventuell, dass wir hier ein bisschen Multiplayer machen. Weil, wie gesagt, genügend Höfe zum Starten. Die Map ist auch, glaube ich, groß genug. Die Map sollte eigentlich auch jeder kennen. Und insofern wäre das vielleicht auch eine Option. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon halten würdet. Denn ich hatte sowieso prinzipiell schon überlegt, eventuell mit der Oberschwaben mit euch ein kleines Multiplayer-Projekt zu machen. Aber wir könnten das natürlich auch mit der Rehbach machen. So, jetzt fehlt mir ein kleines bisschen. Oh ja, jetzt kämpft er sich, glaube ich, hier hoch. Ja,
aber das schaffen wir. So, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Die Schwad scheint ordentlich zu sein. So, jetzt würde ich aber sagen, damit wir uns dann mit dem Fendt dann etwas leichter tun, besonders dann auch mit dem Helfer, dass wir schon mal außenrum einfahren, denn der Klaas ist fertig. Den schnappen wir uns. Wir können vorne einklappen, hinten einklappen. So, weil dann können wir hier zum Ende der ersten Folge schon mal anfangen, das Gras einzusammeln und die erste Fuhre ins Fermentersilo zu bringen. So, ich muss mal überlegen, wo wir das Ganze hinpacken. Ich denke, wir werden das mal da hinten irgendwo aufs Freie, ins freie Feld werfen sozusagen. Denn das Mähwerk da hinten, das ist mir dann doch ein bisschen unangenehm. So. Wo haben wir denn Platz? Ah, nee, da ist zum Ballenlager. Hm. Dann machen wir das doch so. Wir haben zum Glück auch eine Mistplatte. So, ist doch ganz okay. Da haben wir das Zeug verräumt. Und jetzt müssen wir aber erstmal... Ja, jetzt haben wir natürlich vergessen, dass wir den Pflug auch mal aus dem Weg nehmen müssen. Ja, ein bisschen rangieren müssen wir hier auf dem Hof, aber das ist nicht verkehrt. So, den Pflug, den können wir definitiv auch. So, irgendwo in die Pampa erstmal werfen. Vielleicht Spaß ist aber erstmal Richtung Ballenlager. Ja, oder direkt neben den Grubber wäre auch eine Option. Ja, da passt aber nicht rein. Dann machen wir es doch hier. Nee, nicht vorne. Hinten müssen wir abhängen, ablegen. Da hat jetzt nicht hier tatsächlich angefangen, oder? Ach du Schande, war da jetzt schon eingestellt? Augenblick, Hilfe nochmal einschalten. Auf Felder begrenzen, das verstehe ich jetzt nicht. Ist hier ein Feld? Ja, das werden wir uns neu malen müssen. Kein Problem, das kriegen wir doch gewuppt. Aber ich fand es jetzt interessant. Ich habe das Ding doch nur abgehängt. Ja, jetzt auf Felder begrenzen, ne? Unfassbar. Jetzt hat er tatsächlich, das kannte ich jetzt so noch nicht, standardmäßig. Ja, da haben wir ja noch eine kleine witzige Geschichte jetzt hier am Ende der Folge sozusagen, fast am Ende der Folge. Jetzt haben wir doch tatsächlich unseren Hof hier schon mal ein bisschen angepflügt. Spannend. So. Ja, wird natürlich vermutlich ein Ladewagen sein der Kategorie Standard. Das heißt, da haben wir keinen Silagetank. Müssen wir mal schauen, ob wir den nachrüsten können. Ich weiß es gar nicht. So. Aber ich vermute mal, dass wir hier auch keine Werkstatt haben. Ne? So. Aber der Händler ist ja ganz in der Nähe. Da können wir dort auch modifizieren. Gar kein Problem. Wir fahren wieder hier raus. Dann kriegen wir auch keine Probleme hier beim Abbiegen. Das Schöne ist auch, dass wir hier keinen Verkehr haben. Er ist jetzt auch keine Durchgangsstraße oder Bundesstraße, so wie auf der Oberschwaben. Das gefällt mir auch ganz gut. So, dann fahren wir hier lang. Weil es geht vor allen Dingen um das Material. Damit das uns nicht im Weg liegt, wenn wir dann mit dem Helfer hier durchfahren und er dann nochmal weiterfährt. Denn dann wird er, denke ich, ja, das Ende des Feldrandes eher erkennen. Ich habe so Lust hier auf diese Map, muss ich ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, ich habe noch nichts gesehen außer dem Hof. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann erst diese ersten Sachen wegbringen und verkaufen und dann suchen. Apropos suchen,
Ihr habt es ja am Schild gesehen, dass es dort Milch und Hühner gibt auf dem wunderschönen Ahnenhof. Und es steht auch so, dass es Kühe und Hühner gibt. Aber ich habe die Hühner, den Hühnerstall habe ich noch gar nicht gefunden. Wird auch noch gar nicht angezeigt. Da bin ich auch mal gespannt. So, da sind wir doch tatsächlich hier einmal durch. Das hat genau gepasst. Und dann bringen wir das Material mal hier zum Hof. In unser Silo. Denn wie gesagt, hier steht rechts auf dem Schild Milch und Eier. Und ich bin gespannt, wo wir die Eier finden. So, weil ich habe noch keinen Hühnerstall gesehen. Ich habe ja die entsprechenden Schilder und alles an. Jetzt müssen wir mal schauen, funktioniert das so? Funktioniert das so? Kann ich so abkippen? Wunderbar. Freunde, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Wir starten in ein neues Projekt mit der Rehbach und wir sind jetzt auf dem Ahnenhof und ihr ahnt es kaum, wie ich mich freue, dass wir hier mal wieder was Neues machen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder bald hier in der nächsten Folge bei mir und ich sage bis dann. Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.